Was will die SPD von der Union? Offenbar ein ganz bestimmtes Ministerium, wie eine Zeitung berichtet. Martin Schulz will in einer möglichen großen Koalition offenbar das Finanzministerium für die SPD beanspruchen. Das berichtet das Handelsblatt. Ohne eine genaue Quelle zu nennen, der SPD-Chef soll das am Mittwoch bei einer internen Runde mit SPD-Bundestagsabgeordneten des Ruhrgebiets angekündigt haben. Die vergangenen Jahre hätten gezeigt, was für eine Schlüsselstellung das Ressort innerhalb einer Regierung habe, habe Schulz weiter erklärt. Mehr zum Thema Richtungsstreit in der SPD, Lob und scharfe Kritik für Gabriels Leitkulturvorstoß. Unmut bei der SPD, erster SPD-Landesverband votiert gegen Große Koalition. Warnung an die Christdemokraten. Ohne die SPD geht nichts. Um das Finanzministerium rankten sich auch während der Jamaika-Sondierungen immer wieder Spekulationen. Unter Wolfgang Schäuble von der CDU war es zuletzt nach Ansicht von Beobachtern zum wichtigsten Ministerium geworden. Vor allem seit der Finanzkrise und in europäischen Fragen ist es enorm einflussreich geworden. Der kleinere Koalitionspartner darf zuerst wählen. Der kleinere Koalitionspartner darf üblicherweise als erster ein Ministerium besetzen, weil der größere Partner schon die Kanzlerin oder den Kanzler stellt. Die SPD würde das Ministerium also bekommen. Nachrichten des Tages. Left 123 richt neues Bewertungssystem des BKA. Dutzende Gefährder gelten als hochgefährlich. Mehr Eliten gegen normale Bürger. Söders populistische Fingerübung. Mehr Detonation am Sonntag. Polenböller löst Polizeieinsatz an Hamburger S-Bahn-Station aus. Mehr Angriff auf Israel. Zwei Raketen aus Gazastreifen abgefeuert. Mehr Richtungsstreit in der SPD. Lob und scharfe Kritik für Gabriels Leitkulturvorstoß. Mehr aus Angst vor Brexit. Briten reißen sich um EU-Pässe. Mehr Saudi-Arabien-König bringt Thronfolger in Stellung. Mehr mysteriöser Fund. Nazi-Relikte sorgen für Spekulationen. Mehr Tinitzle, TNDT, das hieße aber, sie würde zunächst auf das Auswärtige Amt oder das Innenministerium verzichten. Die Wahl der Ministerien könnte Folgen für die Ausrichtung der Partei haben und womöglich auch für Personen. Ohne das Auswärtige Amt stünde zunächst Sigmar Gabriel ohne Aufgabe da. Am Mittwoch sollen SPD und Union einen Zeitplan und Themen für Sondierungen ab.